In nicht allzu ferner Zukunft, im 22. Jahrhundert, wird die Erde von einer außerirdischen Rasse angegriffen, die sich Reaper nennt, und dessen Ziel es ist, alles organische Leben zu vernichten. Nun gilt es, diese scheinbar unaufhaltbare Macht abzuwehren, um so die Menschheit vor der Ausrottung zu bewahren. So, diesen Planeten Dekuna, für die Mission mit den Elkon oder wie die hießen, habe ich leider immer noch nicht gefunden. Aber dafür habe ich hier einen Tipp bekommen, dass ich hier in diesem Schiff mal hier in die Shuttlebucht gehen sollte, weil man da seine Waffen aufwerten kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gemacht, weil ich nicht mehr wusste, dass es überhaupt geht und da scheinbar auch noch nie in dieser Shuttlebucht drin bin, beziehungsweise war. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht? Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Das auch. Ja, diese kleine Unterhaltung wollte ich jetzt gerade nicht unterbrechen. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Stehen Sie bequem, Soldat. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Weitermachen. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. Riesenwitzbold. Was kann man denn hier zum Beispiel machen? Panzerungsspind. Also ja, das ist ja hier das gleiche, was ich hier oben auch habe. Nachschubinterface benutzen. Nospla Sportartikel. Hatte ich die Dinger nicht alle schon gekauft am letzten Mal? Scheinbar nicht. Aber das sind ja auch wieder nur Waffenmods. Ich guck mal weiter. Waffenupgrades. Na, das habe ich doch gesucht. Guck ich mal durch, was ich hier überhaupt habe. Das dürfte die falsche sein. Verbesserte Waffenschaden. Da muss ich erstmal nachgucken. Kann ich das überhaupt sehen? Nö, natürlich nicht. Mir fehlt gerade so ein bisschen der Überblick über die verschiedenen Waffen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welche ich jetzt immer benutze eigentlich. Ich glaube, die müsste ich benutzen.
Und wenn nicht, dann benutze ich sie einfach ab jetzt. Die glaube ich nicht. Ah, die, meine Lieblingswaffe. Die werde ich auch erstmal ein bisschen aufwerten. Blöderweise habe ich ja jetzt in der letzten Folge gerade hier in der Zitadelle mich eingedeckt mit allen möglichen Sachen, was im Nachhinein nicht so prickelnd war, weil ich jetzt hier für die wichtigen Waffen-Updates keine Credits mehr habe. Ach Mist, dieses Gewehr hatte ich glaube ich immer benutzt. Und ja, deswegen habe ich jetzt halt hier einen ziemlichen Nachteil und ziemlich viele unnütze Waffen-Upgrades rumliegen. Die Claymore kann ich schon mal nicht mehr aufwerten. Ja, jetzt reicht das Geld leider nicht mehr für sinnvolle Updates. Darum muss ich jetzt auf die umsteigen. Was hat die eigentlich für Mods? Sturmgewehr, Magazin-Upgrade und bessert die Magazindichte der Waffe, so dass mehr Schüsse abgefeuert werden können. Ach so, das gibt. Ha. Ups. Erhöht den Schaden. Präzision 20, Schaden und 20% ist gut. Durchdringung von Objekten, allerdings mit 50% steigender Schaden, ignoriert außerdem 45% Verteidigung. Das mit. So. Hier nehme ich mal das Ding mit. Mal ausprobieren. Schredder und Schredder und Schaden auch. Okay. Bin ich damit jetzt, soweit es geht, erstmal zufrieden? Shepard! Sind Sie beim Fahrstuhl falsch abgebogen? Wie bitte? Ich dachte nicht, dass Sie wissen, wo ich bin. Oder dass es Sie interessiert. Jetzt bin ich hier. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur Hallo sagen. Dachte, ich komme eine Runde quatschen. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Der ist so unfreundlich. Ich werde es schon hinkriegen. Abwarten. Ich werde mich zurückhalten, nur für den Fall. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War?
Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Ups. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Ich. Auch noch Seelenklempner? Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Tja, aber beim nächsten Mal mehr Schläge und weniger Gequatsche. Commander. Okay, das fand ich jetzt ziemlich lustig, dass man halt den Kampf mit eingreifen konnte. Beziehungsweise ihn auch direkt beeinflussen konnte. Ist mal so ein ganz nettes Gimmick mit diesem Maustaste zur rechten Zeit drücken. Aber es bewahrt mich jetzt leider auch nicht vor der nächsten Mission. Und zwar dem Kampf gegen den Unbekannten. Treibstoffdepot. Ach, hab ich voll, okay. Ach, ich komme ja gerade von der Citadel. Stimmt. Basis des Unbekannten angreifen. Das kann ja nur schief gehen. Nee, nichts weiter. Ein kleines Sternchen. Text hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon vorgelesen. Deswegen docke ich einfach nochmal an. Commander, wollen Sie wirklich mit der Flotte die Cerberus-Zentrale angreifen? Ja, ich habe ja keine andere Wahl mehr. Die Reaper und Cerberus haben angefangen und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Oh, hallo. Alles ist bereit, Shepard. Und Sie? Sind Sie bereit? Bringen wir es einfach hinter uns. Einfach wird daran gar nichts, Ash. Nicht? Wird es etwa anstrengend? Ash, ich weiß, was Sie da versuchen. Hey, nicht ablenken. Reden Sie mit mir. Was ist los? Wir haben gute Leute verloren. Ich lenke nicht ab. Ich denke nur an alle, die wir in diesem Krieg verloren haben. Ich verstehe. Geht mir auch so. Ich war ohne Sie verloren. Der Gedanke, Sie wären tot, hat mir das Herz gebrochen. Und dann kamen sie zurück. Es war ein Wunder. Scheiß auf die Wissenschaft.
Ein verdammtes Wunder, Shepard. Ich muss arbeiten. Nein, natürlich. Ohne sie ginge das alles nicht, Ashley. Genug, damit ich erkenne, wenn ich über etwas Gutes stolpere. Sie müssen gar nichts sagen, Shepard. Doch, muss ich. Ich liebe sie. Ich habe an ihnen gezweifelt und sie verloren. Das passiert nicht nochmal. Sei still und küss mich. Boom, Schakalaka, boom, boom. Super, eben gerade Sex gehabt und jetzt wieder ein Albtraum. Shepard. Sind Sie hier, um mich zu töten? Bleib doch mal stehen, aber. Doppelt. Hey, alles okay? Nur eine leichte Schlafstörung. Wundert mich, dass du bei all dem überhaupt schlafen kannst. Ach, ich bin ruhelos. Du hast recht. Nur eine kleine Unruhe. Unruhe, sagt er. Was? Du bist erstaunlich. Nichts. Ich liebe dich. Dass du hier bist. Bei mir. Das bedeutet alles. Shepard. Ich liebe dich. Übrigens, alle unter 18 hätten ihm ausschalten müssen. Das Einsatzteam ist drin. Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Packen? Das ist ein Roboter. Dann nehme ich natürlich noch Ashley mit. Die möchte ich ja unbedingt an meiner Seite haben. Ja, die Waffen passen. Wir sind auch. Ah ne, hier hatte ich glaube ich noch eine bessere. Ich glaube, das war die. Projekt
Projektile pro Magazin 60%, das ist gut. Und nochmal Schaden erhöhen. Ich habe ja nur 2 Punkte und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch weiter hier irgendwas leveln werde oder sowas. Und für diese, also vor dieser Mission, also bevor es hier richtig zur Sache geht, deswegen stecke ich die Punkte erstmal da rein. Und ja, dann geht's mal los. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, werden Sie nicht beleidigend. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edie. Die 5. Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Tut mir leid, Joker. Sicher kein schönes Gefühl, Sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf Sie auf. Und Sie auf sich. Durch die Mitte. Yay. Ist alles okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Verstärkung ist unterwegs und der Feind geht nirgendwo hin. Falls nötig, entlüften wir den verdammten Hangar. Nee, hier bin ich entlüftet. Shepard, Achtung! Commander, Mächte waren Marsch! Fenster habe ich auch schon mal schneller wegbekommen. Versteckt er sich denn da? Oh. Oh, Splash! Also, da vorne ist eine Leiter. Ups, nicht da drin, sondern da oben. Hangar 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften.
Scheiß dich doch auf eine Konsole. Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein, allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Was bringt uns jetzt der Jäger? Schade, dass das kein Briefschlitzschuss war. Zumindest nicht, dass ein solcher gezählt wird. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Sie haben wohl rausgekriegt, was wir machen. Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf. War das gerade ein Durchschuss? Fast sinnvoll gewesen, wenn nicht schon voll gestorben wäre. Ist hier eine Taschenlampe? Oh, Levelaufstieg. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt, dann nichts mehr runter. Okidoki. Ist hier noch irgendwas Interessantes? PDA. Noch ein paar Credits. Jäger. Perfekt. Jetzt läuft das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Hallo. Aber jetzt leuchtet mir auch ein, warum Edi den Jäger starten wollte. Cerberus-Team in diesem Bereich. Dann sollten wir gehen. Ich habe diesen Ort jetzt schon satt. Tja. Da haben wir noch was gemeinsam, Ashley. Ist das? Ach, kann ich wohl nicht mitnehmen. Cool, den kann ich besteigen. Ich glaube, da komme ich nicht so durch, oder?
Wohl nicht. Schade. Ja, dann muss ich hier wieder raus. Absteigen. So. Edi, schaffen Sie's? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Und was tun Sie jetzt? Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangarentlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Gut, dass Sie hier sind. Wenn ich Sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Nee, aber dann gehe ich ja mal wieder lieber den sicheren Weg hier runter. Geht er doch glatt weg, wenn ich den Wärter schießen möchte. So ein Egomane. Ich denke mal, ich muss da hin, ja. Das geht bestimmt auch. Genug Zeit habt, diese Waffe aufzuladen, ist echt gut. Sie verheizen einfach ihre Truppen. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an gefangenen Zivilisten Reaper-Veränderungen durch, um rasch funktionierende Stoßtrupps herzustellen. Wir kämpfen gegen gefangene Zivilisten? Diese Schweine. Ja. Dass die sowas machen, haben wir bereits festgestellt. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Als die Kollektoren die ursprüngliche Normandie zerstörten, hat Cerberus ihre Leiche geborgen. Projekt Lazarus war der Codename für ihre Rekonstruktion, damit sie die Reaper bekämpfen konnten. Okay, dann lese ich das mal durch. Beziehungsweise guck's mir an. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich dachte, sie wären nur bewusstlos. Aber das klingt schlimmer. Sieht so aus. Wie fühlt sich das an? Erinnern Sie sich an etwas von drüben? Ich bin ein wenig überwältigt.
Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Das hätte Ashley doch letzte Nacht gemerkt. Keine Ahnung, nicht. Vergessen Sie diese Cerberus-Freaks. Egal, was andere sagen. Sie sind sie. Ja, dann gucke ich mal den zweiten Eintrag an. Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lass uns einen Weg finden. Sir, Shepard ist ein Allianz-Soldat. Soweit er weiß, sind wir eine terroristische Vereinigung. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Und das haben sie auch. Da, aber tue ich ja nicht mehr. Also. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und jetzt bringen wir alles wieder in Ordnung. Genau. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen Sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und Donnelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessier Red. Dieser Hurensohn hat sie reingelegt. Ja, das hat er wohl, auch wenn mir die ganzen Namen gerade überhaupt gar nichts gesagt haben. Außer Dr. Shuckwatz. Wie läuft's mit der Tür, Edie? Wir können weiter. Edie vor drin. Angriffsteam, wie ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ, machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Shepard, der Optimist. Ich wollte gerade sagen, gehe ich jetzt oben oder unten lang, aber es geht dann unten, scheinbar. Ich glaube, wir haben die Geschütze gefunden. Jetzt fängt der Spaß an. Also diese Durchschlagskraft ist teilweise echt der Hammer. Oh, Kiel. Und die Fähigkeiten. Ich empfehle die Deaktivierung ihres Schildpylonen. Und die Fähigkeiten leider irgendwie total daneben gehen gerade, aber. Wir müssen die Techniker aufhalten, bevor sie noch mehr Geschütze aufstellen.
Bin ja dabei. Ah, dadurch schließen wir nicht. Nein, die auch nicht. Genau, die möchte ich jetzt haben. Die Waffe ist ja voll scheiße. Ich bin daneben geworfen. Eher mäßiger Bewaffnung gerade, weil ich blöderweise die falsche Waffe abgegradet habe im Schiff, geht das ja doch hier relativ gut voran. Ich überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Welche Konsole? Es gibt mehrere Konsolen. Ach, die Konsole. Ja, Filme gucken. Das hier haben wir wieder hergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren. Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja... Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Das waren Sie? Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Ich habe von dem Luna-Vorfall gehört. Unangenehme Sache. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Dann den zweiten Eintrag. Die Simulationen zeigen, dass EDI auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf EDIs Empfehlungen zu lang. EDI? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für S. Gute Arbeit. Ich akzeptiere ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Er hatte Unrecht. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme? Bei der Stimme, lol. Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Und sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Sie haben uns geholfen. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten? Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Ein Scherz. Ich weiß. Und danke.
Was hat der denn für eine Portosammlung? Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Torfahren, Shepard. Ich setze Ihr Leben nur aufs Spiel, wenn es unbedingt sein muss. Ich schaff das, Joel. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Leichte Kamikaze-Aktion hier übrigens gerade. Dillrucker Overlay. Was auch immer das ist. Scheinbar muss ich durch die kaputte Stelle da wieder. Ja, ich dachte gerade, ich falle runter. Ist das? Das ist der menschliche Proto-Reaper, den Shepard zerstört hat. Aus ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Jetzt sind sie hier. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, der entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Okay. Entschuldigung. Aber das ist hier dann so einer der Momente. Weitere Cerberus-Truppen unterwegs. Gut. Ich hasse Versteckspielchen. Da kommen die Mädels. Was mich dann halt ärgert, dass ich den ersten Teil oder zweiten Teil noch nicht gespielt habe, weil das irgendwie... Ach, das ist mit dem Ziel habe ich bei dem jetzt irgendwie gar nicht so. Genau. Ich muss mal kurz meine Lieblingswaffe holen. Das werde ich suchen. Aufnahme nicht so extrem, aber ich habe hier gerade zwischendurch übelste Standbilder immer mal wieder. Das ist schon nicht mehr schön. Bei dem Ding kriege ich Gänsehaut, als würde es uns beobachten. Es wollte mich beim letzten Mal umbringen, es kann so viel beobachten, wie es will. Solange es denn auch dabei bleibt, zu beobachten.
Voll in den Schuss gerollt. Gänsehaut pur hier. Hey, wieder Videologs gucken. Graysons Gehirn ist kaputt. Er muss am Ende komplett unter Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindungen umzuschreiben? Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir? Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Oh, Cerberus fragt nach Freiwilligen, statt einfach irgendwelche Leute zu nehmen. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören sie nur noch unsere Stimme. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein, wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen. Alle Opfer. Jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jenna. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Was zum Teufel? Hat er sich jetzt selber zum Reaper gemacht, oder was? Mehr Loks? Oh, scheinbar nicht. Schade. Ein sehr sinnvoller Raum hier. Geringfügige Platzverschwendung. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Wir müssen die Proteaner-VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner-VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Und was ist er? Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard.
Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Es ist nicht zu spät, mir zu helfen. Und sie machen es aus Eigennutz, kann ich alles nicht machen. Das heißt, sie ändern sich nie. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edi? Ich bin gleich soweit. Edi, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Die Citadel? Dann können Teagle und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Teagle hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen. Und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Teagle-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Teagle nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum so geheimnisvoll? Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Teagle fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie sollen nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Wir schaffen das Unmögliche. Chaka! Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Teagle zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Er... Nicht so schnell. Sie? Nicht der schon wieder. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Eindeutig zu schnell für diese Waffe. Ist das alles, was Sie drauf haben? Oh, Standbild. Wie geht's den Beinen? Immer noch langsam, Shepard! Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe.
sind auf der Citadel geflohen. Wir sind auf Tessia geflohen. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Wo ist er denn? Der war schon tot und hat weitergeredet. Ja, auch nicht schlecht. Oder auch doch nicht tot. Sie ihm alle drei den Rücken zu drehen. Das war für Miranda. Na, 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 sowas sagt man aber nicht. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitschaft. Ich halte sie auf. Ich schaff das. Ein Riesendildo. Shepard, hören Sie mich? Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Ja, Sie wissen was. Und das wäre dann... Punkt, 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 Punkt.